Einen wunderschönen, da bin ich mal wieder, euer Odin, und ich begrüße euch zu einer neuen Gameplay Review. Ja, ihr seht recht, Assassin's Creed. Ich bin ja mega mäßiger Fan davon, das wisst ihr ja. Ich habe auch schon das Unboxing gemacht, weil ich habe die Big Ben Edition, und jetzt habe ich gedacht, wir spielen hier so ein paar Minuten, weil ich bin heute nicht vorher dazu gekommen. Ihr hört, mir geht es halt nicht so toll, und morgen habe ich eigentlich geplant, Livestream zu machen. So, starten wir mal. Ich bin so heiß drauf. Ich habe auch schon alle DLCs runtergeladen. Ich habe hier 29 DLCs schon. Irgendwas, weil irgendwie sind die von Unity auch da mit drin inbegriffen. Keine Ahnung, ich sehe da nicht durch. Oh Gott. Ah, dieses Ubi-Zeichen. Und jetzt so gemacht wie, Uhrwerk. Ich habe auch schon immer kurz gestartet. Ich habe mir die Uplay Sachen geholt, weil da wusste ich nicht, machst du oder machst du nicht, weil da gibt es ja manchmal so ein bisschen Probleme mit dem Aufnehmen und so, und deswegen habe ich das jetzt schon vorher mal gemacht. Heißt, wir können uns hier komplett ins Abenteuer schmeißen, fliegen, schmeißen, stürzen. So. Da seht ihr. Entdecken Sie das neue, das Ubi Club Erlebnis Assassin's Creed. Bestätigen. Weil heißt jetzt, Ubisoft Club heißt es jetzt, was vorher Uplay war. So, und ihr seht, ich bin in Sequenz 1.0. Wir können jetzt aber weiter, kann ich nicht noch was Neues machen? Weil durch das Einstellen, weil ich konnte jetzt nicht so wie hier am Anfang einstellen, so wie man sie gewöhnt ist, ich wurde gleich reingeschmissen. Mal gucken, ob wir das noch... Sieht ein bisschen aus, wenn man von oben guckt, sieht es ein bisschen komisch aus. Als wenn er ein bisschen O-Bene hat. Oh Gott. Wartet mal kurz, Leute, ich muss hier mal kurz stumm machen, ich muss mal kurz Nase stauben. So, fertig. Oh, das nervt. Also, was haben wir denn hier? Ach, das Adlerauge. Oh, das löst sich aber schnell aus. Und da soll ich lang. Dann mal einfach von A nach B. Abgeschlossen. Was glaubst du, was du da machst? Das lasse ich einfach mal an. Niemand kommt rein oder raus, außer es gibt ein Problem. Ich halte die Maschinen an, die Tür öffnet sich und ich habe einen Weg zu Ferris. Aber guckt mal geradeaus mit dem
Wartet mal. So, ich mach mal so, dass jetzt so dass der Kopf da. So, hoppala. Genau über dem Kopf. Mit dem Feuer. Mit dem Licht. Und hier vorne die ganze Kohle und kleine Viehzeug, was hier rumflitzt. Seht ihr das? Es ist geil. Ist das geil. Fuchsen, ey. Was? Du Arschock, weil das Controller leer. Ey, ist da nicht die Möglichkeit. Der war doch voll. Oh, der andere liegt vom Fernsehen. Moment. Da war der Controller der. Sachen gibt's, die gibt's ja nicht. Ich muss mir erstmal echt wieder an die Steuerung gewöhnen. Lang. Soll ich denn hier lang? Ah, hier. Ach, ich soll sabotieren, okay. Die da oben. Da kriegen wir da hin. Wer lesen kann, ist klar ein Vorteil. Da fliegt mir eine Idee zu. No smoking. Die Grafik sieht geil aus. Schornstein baumeln! Aber wir haben noch nichts getan! Wer bist du? Der Hygienebeauftragte. Dieser Mann ist tot. Du bist der tote Mann! Hau ab nach Hause! Junge! Gleich wirst du polier dir die Fresse! Oh, da haben die Knochen geknackt. Grundgütiger! Jetzt reicht es mir, dich bring ich um. Oh!
Ferris. Do you not think there are hundreds who are far worse off? Do you not think that anyone currently in prison would give... Sieht, guckt doch mal, die, guckt euch mal die Wolken, die... Abgase aus den... Nee, Abgase... Der Rauch aus den Schornsteinen. So, jetzt aber. Ich muss noch etwas weiter nach oben. Okay, also da lang. Oh, das ist neu. Okay. Ist jetzt, finde ich, etwas direkter. Okay. Verpiss dich, bevor ich dir die Beine breche. Nicht mir Beine brechen. Oh, du bist auch hin. Tot. So, wer noch? Ist noch einer irgendwo. Da. Ah, hier, ah, guck mal, seht ihr das? Oh, wie geil das aussieht, ey. Kommt, macht. Ja, du bist hin. Ach so, das ist ein Kind. Jetzt nicht durch. Oh, ich kann wieder schön klettern, geil. Mr. Ferris, der Knabe aus der Fabrik sollte vom Apotheker verbunden werden. Gut,
verkürzt ihm den Lohn. Yes, Sir. Es wird Zeit für die Endabrechnung, Mr. Ferris. Das ist geil. Da ist immer rot. Wo gehen wir jetzt am besten lang? Ich gehe mal hier lang. Da hoch. Oh. Wo muss ich denn lang? Hier? Wie weit bin ich? 18 Minuten. Raus mich einer. Oh nein. Gut, da hoch. Nein, schreiben Sie es nicht. Ich hoffe, dass Sie diese Neuigkeit zufriedenstellt. Ich erwarte Ihre Anweisungen. Das ist erledigt. Oh, und was hast du erreicht, Bursche? Ein loses Rad in Starricks Getriebe. Ein großes zwar, doch das reicht nicht. Euer Großmeister wird fallen. Ihr Assassinen könnt um London kreisen, so viel ihr wollt. Der Apparat, den wir erbauten, hält euch schon seit 100 Jahren stand. Und hält noch 1000 weitere. Er
es die gesamte Stadt an sich. Wir werden euch London entreißen. Von Croydon aus? Du versteckst dich im Schatten, wie ein Feigling. Ich bezweifle es. Going to kill me, get on with it. I'll not cower. So. You fought well. I salute your superior. Hier mache ich jetzt aber erstmal einen Cut, würde ich sagen. Und dann sehen wir uns gleich im nächsten wieder. Und ja, ich weiß nicht, wie 3-4 Parts werde ich machen. Denn Bewertung werde ich nicht machen, werde ich am Ende vom letzten Part werde ich halt sagen, was ich davon halte. Aber ich bin Assassin's Creed, wenn da Gwent nicht, was wollt ihr denn erwarten? Ich hype das Ding sowieso. Also ich finde es sowieso geil. Sonst hätte ich mir nicht die 150 Euro Version gekauft. Also bis dahin, ahoi, sagt euer Odin.